So, dann kommen wir an dieser Stelle zu unserer ersten Pistole. Das ist eine FE-180 von der Firma Fengda. Ist natürlich chinesisch. Kostet im Onlinehandel so um die 25 Euro. Also ist wirklich echt ein super Schnäppchen. Mit der kann man sehr gut arbeiten. Die ist für Anfänger hervorragend geeignet. Ist mechanisch gut aufgebaut. Und ist natürlich wie mittlerweile fast alle Pistolen mittlerweile eine sogenannte Dual-Action-Pistole. Das heißt Dual-Action, man hat eine Action, dass man über diesen kleinen Stellhebel, über den man die Pistole bedient, zum einen die Druckluft einschalten kann, beziehungsweise auch etwas regeln kann. Und vor allen Dingen auch die Farbmenge durch die interne Mechanik, dass man die auch sehr, sehr fein regeln kann und dosieren kann. Zusätzlich bei dieser Pistole ist es noch möglich, dass man vorne über dieses kleine Ventil, dass man noch die Druckluft etwas feiner regeln kann. Bei anderen Pistolen kann man das nicht direkt an der Pistole machen. Das muss man dann am Kompressor einregeln. Hier kann man es, wie gesagt, hier nochmal ein bisschen nachstellen. Jo, ansonsten haben wir oben einen kleinen Farbbehälter mit dem Deckel. Und der Deckel ist nicht dafür da, dass sie farblich ausläuft, man hält die Pistole ja nicht irgendwie schief oder nach unten, sondern die ist einfach da, dass im Endeffekt nicht so viel Schmutz und Partikel da an die Farbe möglicherweise gelangen, um dann vorne die Düse zu verstopfen. Ja, ansonsten Druckluftanschluss, unten ist ein Nipsi für die Schnellkupplung, wo der Schlauch dran ist, dass man die schnell tauschen kann. Dann hier das eigentliche Druckluftventil. Das ist intern eine kleine Membrane mit einem kleinen Stecknippel. Der wird oben durch den Hebel betätigt und dadurch wird die Luft generell freigegeben, die man hier aber, wie gesagt, noch ein bisschen regeln kann. Jo, dann haben wir als erstes vorne haben wir einen mechanischen Schutz, dass die Spitze, dass man zum einen die Düse und die Nadel, die da drin ist, dass die mechanisch geschützt wird gegen äußere Einflüsse, wenn sie mal irgendwie auf den Tisch fällt oder so. Man hat hier einen Schutz vor der eigentlichen Düse, die man ein bisschen schlecht sehen kann. Die eigentliche Düse, die muss man tatsächlich nochmal etwas raustrennen. Das kann man über diese Halterung machen, wo auch die Nadel geführt wird. In den meisten Fällen reicht es, dass man dieses Set komplett mit in das Reinigungsblatt mit dem Ultraschall mit reingibt. Manchmal, wenn die Düse wirklich stark verschmutzt ist, die kann man tatsächlich noch über einen kleinen, das ist eine Verpackung, ist ein kleiner Maulschlüssel, da kann man die Düse, die kann man tatsächlich nochmal separat auseinanderschrauben und dann gegebenenfalls nochmal mit geeigneten Werkzeugen reinigen. Die Düsen kann man austauschen, die haben verschiedene Durchmesser, ähnlich wie beim 3D-Drucker, ich glaube von 0,2 bis 0,5 mm, je nachdem wie fein ein Sprühstrich sein muss, beziehungsweise welche Menge man an Farbe man auftragen muss. Ja, je nachdem wie filigran oder wie flächig man arbeiten will, kann man hier die Düsen austauschen. So, hier kann man jetzt schon sehen, hier ist eine kleine Stange mit einer vorderen Nadel, die vorne spitz zugeht und die kann nach hinten gezogen werden durch diesen Hebel. Und dadurch, dass diese Nadel in der Düse geführt wird, kann man darüber tatsächlich die Menge der Farbe sehr gut dosieren, die durch den Farbbehälter mit in den Luftstrom eingefügt wird. Es ist ja nicht so, dass die Farbe durch die Druckluft aus der Düse rausgedrückt wird, sondern es ist ein Luftstrom, der durch die Düse geschickt wird und man gibt einfach die Farbe über diese Nadel mit hinzu, die dann halt in den Druckluftstrom mit eingeführt wird. Und das landet dann auf dem zu bemalenden Objekt und trocknet dann auch sofort oder quasi sofort. Das heißt, es gibt so gut wie keine Trocknungszeiten, weil man auch wirklich sehr, sehr dünne Schichten aufträgt. Den Rest können wir auch nochmal eben auseinanderbauen. Das ist hinten auch so eine kleine Halterung, damit man tatsächlich die Pistole besser halten kann, ähnlich wie ein Zeichenstift. Man hat hier eine kleine interne Mechanik, wie gesagt, die hin und her gezogen werden kann. Man hat eine Überwurfmutter, eine kleine Spannzange da drin und daran geführt ist dann diese Nadel, die einmal komplett durchs Gerät geht. Und das kann man
Also das Hintere, das braucht man eigentlich nicht zu reinigen, das wird nicht schmutzig. Man kann es aber trotzdem machen, nicht außen auseinander. So, das ist ja so ein Führungselement. Dann gibt es eine Feder. Dann gibt es ein kleines mechanisches. Ist ein bisschen schwierig immer zu herauszunehmen. Ich lasse es jetzt einfach mal drin. Ja, wie gesagt, das hintere Teil, das kommt mit Farbe nicht in Berührung. Das ist nur im äußersten Notfall, dass man diesen Teil wirklich komplett mit reinigen muss. Das kann man auch komplett mit der anderen Mechanik mit in das Reinigungsbad legen, wenn man das ins Ultraschall legt. Deswegen bauen wir es mal wieder zusammen. Zuerst die Feder. Dann die Führung. Soweit das nicht mehr geht. Dann die Überwurfmutter an der Spannzange. Dann kann man auch die Nadel wieder einführen. Das ist ein bisschen filigran. Tatsächlich hier aufpassen, die Nadeln, die sind echt holle scharf. Da kann man sich sehr schnell verletzen. Beim Reinigen soll die Nadel natürlich nach vorne herausgezogen werden, damit die nicht einmal komplett mit den Farbresten durch die Pistole gezogen wird. Wie gesagt, nach Beendigung der Arbeiten, wenn die Nadel verschmutzt ist, immer nach vorne rausziehen. Wenn alles sauber ist, dann kann man sie auch von hinten wieder einführen. Ja, sehen wir die Überwurfmotor. Vorne jetzt noch das Führungselement, wo auch die Düse verbaut ist. Und wenn das fixiert ist, dann kann man auch die Nadel, die kann man jetzt so weit nach vorne schieben, bis nicht mehr weitergeht. Und an diesem Punkt wird sie auch mit der Überwurfmutter, mit der Mechanik fixiert. Und jetzt kann man auch sehen, wie es arbeitet. Vorne die Nadel in der Düse wird zurückgezogen. So, hier noch den Düsenschutz. Vorne den mechanischen Schutz. Noch die Halterung. Das Druckluftventil und den Anschluss für die Schnellkupplung. Deckel drauf. Druckluftschlauch dran. Und schon ist sie ein bisschen undicht. Das ist manchmal in den Schläuchen so. Aber jetzt ist tatsächlich die Pistole wieder einsatzbereit. Und was ich eben meinte, man kann hier vorne mit dem Ventil, kann man die Menge der Luft hier nochmal regeln. So, und damit habe ich mal gezeigt, wie diese Pistole aufgebaut ist und wie man die zum Reinigen auseinanderbaut und auch wieder zusammenbaut. Es gibt in den Verpackungen von den Pistolen gibt es jeweils noch eine Explosionszeichnung. Da ist der innere Aufbau aufgezeigt. Wenn man sich da nicht ganz sicher ist, wie welche Reihenfolge zu schrauben ist, dann kann man sich da nochmal dran orientieren. Und wenn man es halt ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man auch, wie es geht. Bitte nach Beendigung der Arbeiten immer, immer die Pistole reinigen. Wenn die Farbe innen drin erstmal eingetrocknet ist, wenn sie nicht gereinigt ist, dann ist es schwierig bis unmöglich, die Pistole nochmal vernünftig zu reinigen. Deswegen, wie gesagt, immer
nach dem eigentlichen Arbeiten, wenn alles komplett beendet ist, komplett reinigen. Und nach einem Farbwechsel tatsächlich reicht es, wenn man den Farbbehälter ein bisschen ausgießt, ein bisschen leer macht mit einem Stück Küchentuch oder so und dann nachspült mit, ja, man kann es mit Wasser mit ein bisschen Glasreiniger machen. Das nutze ich immer dafür, das klappt sehr gut. Und dann kann man tatsächlich ein paar Mal spülen, bis tatsächlich keine Farbreste mehr drin sind. Erst dann sollte man neue Farbe einführen und mit der neuen Farbe weitermachen. Erst ein paar Teststriche und dann noch mögliche Reste noch mit rauszusprühen. Ja, das war es dann erstmal dazu. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.